Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen im Sommer, in meinem Urlaub und bei einer neuen Bücherwoche. Ja, es war jetzt meine erste Urlaubswoche und sie war wettertechnisch ja ein bisschen durchwachsen. Besonders der Anfang sozusagen der Woche war doch recht nass und auch kühl. Ich glaube, zu Tiefstzeiten auch mal 15 Grad, wo ich schon dachte, ja, der Urlaub fängt irgendwie sehr, sehr gut an. Aber ab Mittwoch, Donnerstag wurde es sommerlich heiß und genau mein Wetter und ein Wetter, was man einfach draußen verbringen konnte, in der Wiese liegend, mit Freunden am Abend grillend und einfach das schöne Wetter genießen konnte. Und ich habe noch 2 Wochen vor mir und hoffe einfach auf ähnliches Wetter, besonders in der einen Woche, wo ich auch nach Berlin fahre, einfach damit man einfach draußen auch die Zeit verbringen kann und nicht ständig irgendwie einen Schirm oder sowas dabei braucht. Ja, meine erste Lesewoche hatte 3 Highlights. Es hatte 3 Bücher und es hatte 3 Highlights. Das eine so ein bisschen mit Abstrichen, aber es waren definitiv 3 Wahnsinnsgeschichten. Und zudem habe ich ein bisschen Film geguckt, ebenfalls 3 Highlight-Filme. Und ich habe eine neue Serie entdeckt, die nach 6 oder 7 Folgen jetzt auch so wirkt, wie wenn es ein Highlight wird. Wahnsinn, ne? Es war eine bombastische Urlaubswoche. Ich habe das etwas regnerische Wetter durchaus dazu genutzt, um natürlich auch ein bisschen zu lesen, habe aber auch einiges in meinem Haushalt gemacht, wofür man sonst gefühlt immer keine Zeit hat. Ich habe sehr viel ausgemistet, habe ausgemistete Sachen auch weggebracht. Ich habe ein ganzes Kästchen hier in meinem Wohnzimmer sozusagen wegrationalisiert, weil ich so viel an Büchern und DVDs und CDs und Dekoramsch, nenne ich es mal, ausgemistet habe und dass dazwischen ein Kästchen weg konnte. Und es ist so schön, dass allmählich dieses ganze Ausmisten, minimalistische Leben, dieses wirklich überlegen und nur behalten, was einem gefällt, dass das irgendwie jetzt so ein bisschen Früchte trägt. Ich merke es in meinem Wandschrank, ich habe es im Bad gemerkt, wo ich hinter der Tür wie so ein Regal hatte, so ein Hängekästchen, wo man so Sachen reinstecken konnte, das konnte ich komplett wegräumen. Es ist zwar in dem einen Kästchen noch so ein bisschen gequetscht, aber spätestens, wenn mal noch 2, 3 Duschgele, Badeschäume aufgebraucht sind, ist es so, wie ich es mir vorstelle. Und es ist einfach so ein schönes Gefühl. Aber ja, zudem habe ich in dieser Woche es etwas anders gemacht, weil ich dachte, Mensch, wer weiß, ob du wirklich 1 Stunde Zeit haben wirst, um die Bücherwoche so am Stück wegzudrehen, habe ich jetzt für alle 3 Bücher 3 Clips sozusagen immer nach dem direkten Lesen, nach dem Beenden gedreht, die ich euch jetzt dann einblenden werde. Und ich vermute mal, dass ich das in die nächsten Wochen, wenn ich jetzt Urlaub habe, auch weiterführen werde. Also ihr werdet jetzt 3 andere Perspektiven von mir sehen, immer frisch direkt mit der Meinung zum Buch, weil das für mich einfach einfacher ist, heute zu sagen, ich nehme mir 20 Minuten, vielleicht auch weniger, mehr, keine Ahnung, die habe ich. 1 Stunde wäre vielleicht tatsächlich ein bisschen knapp geworden. Deswegen wundert euch nicht. Ich werde jetzt sozusagen ein bisschen durch meine Wohnung wandern und dann kommen wir aber wieder hierher zurück. Ich möchte euch trotzdem erst sagen, welche Bücher ich gelesen habe bzw. auch gehört habe. Denn es sind tatsächlich 2 Hörbücher dabei. Ich habe gehört Die Beste meiner Welten von Ellen Mastai. Ein Hörbuch, wie gesagt, es sind alles Highlights. Auch von mir ein absolutes Science-Fiction-Highlight, das vom Cover her gar nicht viel erwarten ließ, aber von der Story, von der Idee, vom Schreibstil, bis auf einen Minuspunkt, absolut großartig war. Weiter ging es dann lesend, das hatte ich mir ja auch für dieses Jahr vorgenommen, A Dance with Dragons von George R. R. Martin. Das ist der englische 5. und auch letzte Teil der Das Lied von Eis und Feuer Saga. Ich habe ja hier diesen wunderschönen englischen Schuber, wo ich ja dann angefangen hatte, die Bücher auch zu lesen. Der 4. Teil war ja nicht so gut, weswegen der 5. Teil es doch ein bisschen länger auf sich hat warten lassen. Und ich habe auch 2 wunderschöne Punkte darin festgehalten. Zum einen ist es der wunderschöne Satz, ein Leser lebt 1000 Leben, bevor er stirbt. Das ist ja das bekannte Zitat von George R. R. Martin. Und hier hinten habe ich Words are Wind, also Wörter sind Wind. Auch super, super schön, was auch irgendwann mal in der Serie vorkam. Aber ja, auch das habe ich gelesen. Ich muss auch gar nicht sagen, auch das ein absolutes Highlight. Und dann habe ich Harry Potter und der Halbblutprinz gehört. Ich habe tatsächlich versucht,
nicht immer alles parallel zu lesen. Also ich habe wirklich die Besten meiner Welten gehört, habe dann erst ein bisschen später angefangen, das Lied von Eis und Feuer zu hören, zu lesen und habe dann ziemlich, als ich am Ende von dem Buch war und nicht Abschied nehmen wollte aus Westeros, habe ich mit Harry Potter angefangen, sodass ich wirklich die Geschichten einzeln genossen habe und so auch Harry Potter und der Halbblutprinz, den ich komplett gehört habe, weil ich es einfach großartig auch vertont finde. Und ich es toll fand, gerade wie schön wurde. Ich lag den ganzen Tag, an dem einen Tag im Garten, im Schatten, in der Sonne, habe immer mein Handy mit mir mitgezerrt und habe mir immer vorlesen lassen. Und Leute, das ist so entspannend. Aber ja, dazu einfach später mehr. Das sind die drei Bücher der Woche und ich wünsche euch jetzt viel Spaß und hoffe, dass euch so das Mitwandern mit mir gefallen wird. Bei dem ersten Buch, das ich in dieser Woche beendet habe, geht es um Die Beste meiner Welten von Ellen Mastei. Ich hoffe, man spricht ihn so aus. Ein Buch, das mir immer mal wieder über den Weg gelaufen ist bei Buchneuerscheinungen, auch auf Lovely Books oder auch auf Amazon, so in Bezug auf Zeitreisen und ich dann tatsächlich zum Hörbuch gegriffen habe, denn es wird gesprochen von Sascha Rotermund, ein Hörbuchsprecher, der mir immer wieder sehr gut gefällt. Der ist auch eine Synchronstimme von zum Beispiel Alexander Skarsgård und auch in manchen Filmen von Benedict Cumberbatch. Ich glaube nicht, wenn Benedict Cumberbatch Sherlock spielt, ich glaube, dann hat er eine andere Stimme. Aber ich glaube bei Doctor Strange und anderen Sachen, unter anderem auch, wenn man sich den Original Smaug anhört im Hobbit, den Smaug im Hobbit anhört, dann haben wir auch Sascha Rotermund. Eine Stimme, das sage ich vorneweg, die mir den Hörbuchspaß doch sehr groß bereitet hat. Das war jetzt, glaube ich, kein deutscher Satz, aber ja, verzeiht mir, ich bin ja im Urlaub. Das ist so, das muss aus dem Kopf gefühlt ja ein bisschen raus. Ja, also eine Stimme, die mir sehr viel Spaß macht, die wirklich ganz wunderbar die Geschichte auch vorträgt und ihr sehr viel Leben einhaucht. Ja, wir haben bei Die Beste meiner Welten einen Science-Fiction-Roman, der ein bisschen, ja, natürlich mit Zeitreise spielt, ein bisschen mit Humor spielt und auch ein Ende hat, das einen wirklich sehr zum Nachdenken zurücklässt. Ja, es geht hier um Tom Baron, einen jungen Mann, der in der idealen Welt lebt. Und das wird er auch nicht müde, immer wieder zu betonen, denn er spricht uns Leser auch direkt an. Auch wieder eine Du-Form. Ich scheine gefühlt in letzter Zeit immer mal wieder auf diese Art der Bücher zu treffen und mir gefällt das tatsächlich unglaublich gut, dass mich im Grunde der Protagonist der Geschichte anspricht und mich so in die Geschichte auch hereinholt. Und so macht es Tom Baron eben auch. Er erzählt uns von seiner perfekten Welt, in der es keine Armut gibt, keine Kriege, jeder ist nützlich, jeder wird gebraucht, man muss sich nicht die Haare waschen, man muss nicht zu einem Menschen gehen, der einen mit einer ganz merkwürdigen Schere sozusagen die Haare schneidet. Auch Krankenhäuser oder ähnliches sieht natürlich ganz anders aus, denn es gibt keine großartigen Krankheiten mehr, die irgendwie besiegt werden müssten. Und er lebt in der perfekten Welt. Er hat einen unglaublich begabten, genieartigen Vater, der eine Zeitmaschine erfindet, die God Raider. Und die ist auch, glaube ich, weil ich mich recht erinnere, auch an seinen Vater, daran angelehnt, an den Namen. Und der Vater schafft es eben 1965 eine Zeitmaschine zu erfinden und erklärt uns eben auch die Problematik, die wir gefühlt mit Zeitreise eben auch hätten. Denn eine normale Zeitreise kann nicht funktionieren. Man kann nicht, er bringt auch das Beispiel zurück in die Zukunft, man kann nicht losfahren und kommt 20 Jahre später früher genau am gleichen Ort an, denn die Erde dreht sich in so und so vielen Kilometern um die Sonne und man würde irgendwo im All gefühlt landen. Und diese God Raider Maschine ist aber etwas, was eben diese Zeitreise im Grunde verbindet mit der anderen Welt, 40, 50 Jahre gefühlt eben später. Und durch diese Maschine, die sein Vater erfindet, ist eben Zeitreisen möglich. Davon geht man zumindest aus. Und so passiert es durch verschiedenste Unfälle und auch Zufälle und Dinge in der Zeit, dass eben Tom tatsächlich von seinem Vater irgendwie dazu genötigt wird oder es bleibt ihm gar nichts mehr anderes übrig, als eine Zeitreise zu machen. Doch es geht leider so einiges schief und so landet er in dieser unperfekten Welt, die unsere Welt sozusagen ist. Und er versucht, verschiedenste Dinge zu verbessern, zu verändern
Und er trifft aber da natürlich immer so ein bisschen wieder in diesen verschiedenen Parallelwelten auch auf seine große Liebe, mit der es mal besser, mal schlechter läuft. Und er versucht eben so in diesen alternativen Welten irgendwie Fuß zu fassen, er selbst zu bleiben, merkt aber immer wieder, dass er irgendwas doch auch in sich selbst und in den Menschen, mit denen er kommuniziert, verändert. Und ja, das ist tatsächlich ein unglaublich spannender Zeitreiseroman, der uns so Zeitreise im Grunde wirklich so, die wir so gefühlt kennen, wie wir uns vielleicht auch Zeitreise vorstellen, so wirklich komplett an Absurdum führt und man sich so denkt, ja, eigentlich hat er recht, es kann gefühlt einfach nie funktionieren, denn also schon nach einer Sekunde ist die Welt halt woanders, als man denkt. Natürlich versuchen wir andere Zeitreiseromane das immer so ein bisschen logischer zu erklären und ich glaube, auch diese Idee mit dieser einen Maschine, die im Grunde so der Anker in der Zeit immer wieder ist, finde ich tatsächlich sehr gut gemacht, sehr gut gelöst und hat mir unglaublich gut gefallen. Überhaupt ist diese ganze Geschichte wunderbar erzählt in dieser Du-Form mit diesen verschiedenen Versionen von ihm selbst. Am Ende trifft er zum Teil auch einfach auf andere Versionen von sich selbst und man merkt einfach so diese Verwirrung, die auch Zeitreise auslösen kann und dass diese verschiedenen alternativen Welten ja nicht immer besser sind oder schlechter sind und dass man sich auch in einer nicht so perfekten Welt vielleicht tatsächlich wohlfühlt, weil da irgendwas gegeben ist. Und ich mochte es unglaublich gerne, dass eben auch die Unperfektion einfach wunderbar sein kann und gut sein kann und man nicht alles so in Perfektion irgendwie führen muss. Und das hat für mich der Autor wirklich großartig gemacht. Also diese ganzen Gedanken, dieses Innovative in dieser Geschichte und auch wie sie uns einfach erzählt wurde, fand ich wirklich perfekt. Es ist also zum einen durch diese Du-Form, dieses Greifbare, auch dass uns der Protagonist manchmal für ein bisschen dümmer hält, als wir vielleicht sind und Dinge einfach erklärt, fand ich großartig gemacht, weil er erzählt uns dann auch nach, naja, sie verstehen das bestimmt nicht, deswegen erkläre ich es ihnen nochmal und er kommt auch immer wieder mal so in Wiederholungen und erzählt dann, ja, das muss ich ihnen ja nicht nochmal sagen, hören sie einfach Kapitel 40 bis 50, da ist das nochmal irgendwie Thema und ich muss ehrlich sagen, ich musste unglaublich oft lachen und schmunzeln und habe aber auch mitgefiebert, also es war packend, spannend, es war eine großartige Idee dahinter und ich mochte einfach, ja, wie dieses Jahr, also wir sind ja immer so gefühlt 1965 und eben unsere Zeit, wieder so Verbindungen herrschen, was irgendwie verändern kann und wer jetzt auch so ein bisschen an den Butterfly-Effekt denkt, ja, natürlich ist irgendeine Veränderung, die heute gemacht wird, hat die natürlich Auswirkungen auf die Zeit und das ist jetzt gefühlt nichts Neues, aber wie Alan Mastai das verpackt, das ist einfach wirklich großartig gemacht. Es ist tatsächlich ein kleines Science-Fiction-Highlight. Es gibt für mich aber einfach ein großes Aber und ein großes Thema in dieser Geschichte, die für mich so ein bisschen was kaputt gemacht hat. Während man ja wirklich mit dem Protagonisten mitfiebert und Tom wirklich auch so ein bisschen ins Herz schließt, tut er so im letzten Drittel etwas, was einen das überdenken lässt und für mich sehr viel von seinem Bild, das ich von ihm hatte, auch zerstört habe. Und ich dann nicht mehr so mit ihm mitgehen konnte, wie es vorher der Fall war. Und ich muss ehrlich sagen, ich fand das total unnötig in der Geschichte. Ich möchte jetzt nicht spoilern. Ich fand das, hat es überhaupt nicht gebraucht, um die Geschichte voranzubringen. Ja, es macht einfach irgendwann Sinn. Man versteht am Ende all die Dinge, die er tut. Finde ich auch in Ordnung. Für mich muss ich eine Geschichte nicht immer auflösen, gar keine Frage. Man kann auch gerne mir ein paar Fragen übrig lassen. Aber also es gibt eine gewisse Erklärung dafür, die ich sogar irgendwo tief im Innern von mir in Ordnung finde. Aber sie macht für mich tatsächlich ein bisschen diese Verbindung Leser, Protagonist ein bisschen kaputt. Und das fand ich sehr schade. Ich weiß auch nicht, ob es daran liegt, dass ich eine Frau bin, ohne jetzt diese Geschlechterkarte ziehen zu wollen. Ich weiß nicht, ob es einfach dann deswegen mir vielleicht einfach nur so nah rangegangen ist, was da passiert, oder ob das anderen, ob das Lesern zum Beispiel auch so geht. Also ja, es ist ein kleines Science-Fiction-Highlight. Wer Zeitreisen mag, wer da mal was Neues, Innovatives, auch mit diesen Parallelwelten lesen möchte, der ist bei Die Beste meiner Welten auf jeden Fall gut aufgehoben. Es ist eine Empfehlung, auch das Hörbuch, eine absolute Empfehlung, ganz, ganz toll vertont und gerade durch diese direkte Ansprache hat man halt bei einem Hörbuch auch wirklich das Gefühl, dass einen ja, der Protagonist anspricht. Also mir hat es unglaublich gut gefallen, ich hatte sehr viel Hörspaß, ich habe es auch gefühlt wirklich so in 4 Tagen, glaube ich, verschlungen und mir hat es großartig gefallen und ich kann es wirklich empfehlen.
Und bin auch gespannt, wenn vielleicht jemand die Geschichte schon gelesen hat und jetzt erst zu diesem Video kommt, ob ihm diese eine Szene, und ich vermute, dass man erahnen kann, welche es ist, bitte nicht spoilern in den Kommentaren, ob die euch auch so ein bisschen außer Konzept gebracht hat. Würde mich interessieren. Ja, ich fand's toll, mir hat es gut gefallen, also sehr gut gefallen. Es ist, wie gesagt, ein kleines Highlight mit diesem einem Aber und diesem einen halben Punkt Abzug. Im Gesamtkontext ist es dann halt nicht mehr, aber es lässt einen einfach mit so einem bisschen einem Beigeschmack zurück. Nichtsdestotrotz wirklich ganz, ganz toll und ja, ist wirklich unter den Science-Fiction-Büchern ein Highlight für mich. Ein Buch, auf das ich mich gefühlt schon das ganze Jahr gefreut habe, ist Dance with Dragons von George R. R. Martin, der fünfte und letzte Teil der das Lied von Eis und Feuer Saga. Ja, der fünfte englische Teil entspricht ja in diesen beigen Ausgaben Teil 9 und 10, also der Sohn des Greifen und ein Tanz mit Drachen, wo man sich natürlich am Titel des Originalen sozusagen ja, bedient hat. Und ich fand ja den vierten Teil, ach ja, unglaublich langweilig, langatmig, und es sind ja Erzählstränge, ja, erzählt worden, Geschichtsstränge erzählt worden, so macht es wahrscheinlich mehr Sinn, die ich persönlich jetzt nicht so spannend fand im vierten Teil. Und es gab ja eine Begründung auch am Ende von George R. Martin im vierten Teil, der eben erklärt, dass er eben lieber länger in diesen ja, Geschichten, diesen einzelnen Erzählungen drin geblieben ist, um das eben rund zu erzählen, als eben zu schnell zwischen den vielen Charakteren, die er eben hat, zu springen. Und ja, da muss man ganz ehrlich sagen, ob er sich damit so einen Gefallen getan hat, weil wenn ich mir diese 10 Bände vorstelle und Teil 7 und 8 sind schrecklich, es ist halt, also mich wundert es tatsächlich, dass Teil 5 überhaupt noch jemand gekauft hat, weil Teil 4 war wirklich, ja, überhaupt nicht meins. War wirklich eine große Enttäuschung. Sehr verwundert bin ich über den neuen Titel des fünften Bandes. Die Reihe ist ja neu aufgelegt worden in diesen schwarzen, großen Bänden. Und da heißt der fünfte Teil ein grimmiger Feind, ein treuer Freund. Und ich weiß so gar nicht, warum, was das so miteinander zu tun haben soll, weil, ja, darum geht es halt gefühlt in dem Buch nicht so richtig. Ich finde da, ja, die Deutschen sehr einfallsreich gefühlt, aber nicht irgendwie im Positiven. Ja, ich glaube, man muss zu Game of Thrones, zu das Lied von Eis und Feuer gar nicht mehr viel sagen, und zu einem fünften Teil kann man natürlich auch groß gar nichts mehr erzählen. Außer, dass ich wirklich sagen muss, es ist ein Highlight gewesen. Also der fünfte Teil ist das, was ich von George R. R. Martin aus Teil 1 und 2 gewohnt bin, was mir unglaublichen Spaß gemacht hat. Wir haben hier endlich die, ja, Charaktere, bei denen man weiß, es passiert was. Ich meine, das weiß man einfach, weil man natürlich die Serie schon kennt. Und es ist wirklich, es war packend, es war spannend, es war an den richtigen Stellen, greift er unglaublich aus und holt einen ab und nimmt einen mit und versucht da wirklich dieses High-Fantasy-Gefühl absolut erlebenswert zu machen. Es ist manchmal ein bisschen verwirrend, weil natürlich die Abschnitte und die Charaktere nicht in der Reihenfolge gehen. Das ist ja das, was viele auch in der Serie immer mal anmeckern, dass man keinem Zeitstrang folgt. Das sind eben hier Dinge, man liest 50 Seiten, eine Perspektive kommt in die nächste und die ist an Punkten noch vor den 50 Seiten oder weit davor. Das heißt, manchmal sind schon Dinge passiert, von denen der Protagonist, von dem wir gerade lesen, noch gar keine Ahnung hat. Und das ist manchmal, finde ich, ein bisschen schwierig. Man kommt aber rein und gewöhnt sich so ein bisschen daran. Das finde ich persönlich schade, denn so ein bisschen Chronologie, glaube ich, würde diesem Verwirrsein mit vielen Charakteren vielleicht ein bisschen Struktur und Ordnung geben. Ja, man weiß natürlich manchmal auch schon Dinge aus dem vierten Band. Also dadurch, dass ja der Teil 4 und 5 von George R. Martin so ein bisschen ein Band gefühlt ist, weiß man natürlich schon Dinge, die passierten, weil sie ja schon im vierten Teil bei dem einen Charakter passiert ist, und im fünften ist jetzt jemand überrascht darüber, dass es passiert. Das ist natürlich so ein bisschen, da muss man sich dran gewöhnen, vor allem ist ja der vierte Teil bei mir auch schon relativ lange her. Und was ich tatsächlich auch sagen muss, als Serienkenner, als Serienlieber, es ist manchmal verwirrend, man weiß nicht mehr, welches Wissen hat man aus Büchern und welches Wissen hat man aus der Serie. Das ist ganz klar. Auch wie das fünfte Buch endet, die endet ja im Grunde so, glaube ich, auch wie die sechste Staffel geendet hat. Oder war es die fünfte Staffel? Ich habe schon wieder verdrängt.
ja, irgendein, ich glaube, es war die 5. Staffel. Und da weiß man natürlich, wo geht der Weg hin, was ist passiert, wie geht es weiter. Wir haben ja durch die Serie schon so manche Antwort. Aber es sind natürlich hier viel mehr Perspektiven, viel mehr Dinge, über die man wunderbare Theorien führen kann und das weiterspinnen kann. Und er schafft es eben einfach, unser Autor, die Geschichte irgendwie immer gut weiterzuerzählen, gut weiterzumachen. Ich weiß nicht, ob es George R. Martin schaffen wird, die ganze Geschichte zu einem guten Ende zu bringen. Man wartet ja jetzt schon Jahre auf The Winds of Winter, also den 6. Teil. Und ich glaube ja tatsächlich, ich glaube manchmal nicht mehr daran, dass er es noch schafft, es zu Ende zu schreiben. Möchte da aber gar nicht unken. Ich weiß gar nicht, ob hier ein Jahr drin steht, wann der 5. erschienen ist. Wie lange man jetzt theoretisch drauf wartet. Also hier steht was von 2011. Jo, na, ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich das Ursprungsdatum ist, weil dann wären es ja erst 7 Jahre. Naja, Gott. Okay, ja, das Englisch. Da fragen mich so einige immer mal dazu. Auch bei Instagram habe ich ein paar Nachrichten bekommen. Es ist ein amerikanisches Englisch. Ein Englisch, das mir persönlich sehr liegt, wo ich gar nicht so richtig weiß, warum das so ist. Ich habe ja auch Harry Potter in Englisch gelesen. Ich habe auch manch andere Bücher immer mal auf Englisch gelesen. Es ist durchaus mal amerikanisches, mal britisches Englisch. Ich tue mir hier unglaublich leicht. Es braucht natürlich, ich sag mal so 20, 25, 30 Seiten, bis man drin ist, aber dann hat man so den Flow. Es gibt auch Dinge, die ich durchaus gegoogelt habe an Fremdwörtern, die mir nichts gesagt haben, aber man kommt so rein und ich fand es tatsächlich nicht anstrengend, es zu lesen, obwohl ich jetzt ja schon länger gar kein englisches Buch gelesen habe. Gut, ich gucke natürlich durchaus Serien und Filme immer mal im Englischen und benutze ja auch in der Arbeit, wird ja immer mal Englisch gesprochen, E-Mails geschrieben, gelesen, aber ich muss sagen, ich fand es tatsächlich sehr okay. Es hat mir Spaß gemacht, es hat mich gut unterhalten. Und ich bin auch wirklich, durch dieses 1000-Seiten-Buch, sag ich mal, relativ schnell durchgekommen, wo ich so dachte, das hätte ich vorher gar nicht erwartet. Ich dachte tatsächlich, da wirst du jetzt 2 Wochen dran lesen und liest parallel etwas. Nein, das habe ich tatsächlich nicht. Ich habe zwar parallel etwas gehört, einfach um dieses Medium zu nutzen, aber sonst wirklich ganz konzentriert in diesem Buch gelesen und es war einfach großartig. Der 5. Teil ist der Hammer, der 5. Teil ist ein Highlight und da merkt man einfach, der Autor kann was und ich bin mega gespannt, wie es im 6. Band weitergeht, aber auch wie es dann in der 8. Staffel in der Serie weitergeht und man hat danach direkt Lust, sich die Serie anzugucken. Jetzt ist für mich Game of Thrones nicht unbedingt eine Sommerserie, sondern glaube ich tatsächlich eher eine Winterserie und ich glaube auch, dass ich, wenn dann irgendwann mal bekannt ist, wann die 8. Staffel kommt, dass ich mir das so einteile, dass ich die 7 Staffeln vorher einfach wegsuchten kann und werde dann natürlich mein Wissen aus dem 5. Band durchaus mitnehmen. Also absolute Empfehlung, eine grandiose Reihe. Den 4. Teil grenzt man so ein bisschen aus. Also Teil 7 und 8 im Deutschen, je nachdem, welche Ausgabe ihr lest. Aber A Dance with Dragons war wirklich großartig. Harry Potter und der Halbblutprinz von J.K. Rowling hat mich in meiner ersten Urlaubswoche auch begleitet. Und zwar als Hörbuch. Weswegen ich euch jetzt auch einfach mal das Hörbuch einblenden werde. Ja, ich habe ja bereits den 5. Teil gehört, weil ich sehr, sehr gespannt war, wie Rufus Beck das vertont hat. Ich habe vorher Harry Potter immer nur gelesen, sowohl auf Englisch wie auf Deutsch. Und war einfach mega gespannt, wie das hier sein wird, wenn ich es höre. Und der Grund, weswegen ich es ja im Juni gehört hatte, im Juli war ja, dass ich nach Berlin gereist bin mit Hugendubel. Und da dachte, Mensch, in dieser Zugfahrt, da kannst du auf jeden Fall Harry Potter hören. Und ich bin ja Harry Potter im Hören treu geblieben und habe es mir jetzt einfach im Urlaub auch angehört. Und es war ein absoluter Genuss. Nicht nur, wie wunderbar dieser Reread von Harry Potter in diesem Jahr klappt, wie toll der Austausch in der Facebook-Gruppe ist, das genieße ich wirklich sehr. Es ist einfach Harry Potter. Und ich glaube, ich muss gar nicht viel dazu sagen. Ich liebe diese Welt. Man fühlt sich zu Hause, man fühlt sich angekommen, man fühlt, als hätte man ja Freunde, die man länger nicht mehr gesehen hat, als wäre man einfach wieder da, wo man ist. Und man hat so ein ganz tolles Gemeinschaftsgefühl. Und ich glaube, ich muss auch zu Harry Potter gar nicht mehr viel sagen. Entweder liebt man es oder man kennt es nicht. Dann ist das auch nicht sehr hilfreich, weil es ist jetzt auch schon der 6. von 7 Bänden. Und diese Zaubererwelt, man muss sie einfach erleben. Also ich finde wirklich, dass Harry Potter ein Must-Read ist. Zumindest
für alle, ich sag mal, bis 40 Minimum. Ich glaube, darüber hinaus, entweder mochte man es oder man kann, glaube ich, gar nicht mehr ganz so viel anfangen. Ist so mein Gefühl, wenn ich im Bekannten-, Freundes-, Familienkreis gucke, ich sag mal so, die Generation meiner Eltern, Tanten, was so in diese Richtung geht, ja, die konnten da nicht so viel mit anfangen. Die haben, glaube ich, auch die Euphorie, zum Beispiel von mir oder dann auch jünger, gar nicht so richtig verstanden. Und ich kann es sogar nachvollziehen. Also ich glaube, irgendwann fehlt einem dieses Fantasiegehen vielleicht. Und ja, aber man muss es im Grunde einfach probieren. Der sechste Band ist sehr düster, er ist sehr spannend. Es passiert unglaublich viel, wie ich finde. Man merkt, dass jetzt so ein bisschen, ja, die Geschwindigkeit hochgezogen wurde und einfach, ja, so ein bisschen das Ende vorbereitet wird, weil der siebte Band ist ja dann der letzte. Der Band ist, glaube ich, mit 650 nicht unbedingt, gehört nicht zu den dicksten. Band 5 ist definitiv ja über 1000 und ich glaube auch der siebte ist noch ein Touch dicker. Band 6, ja, liegt im guten Mittelmaß, würde ich sagen. Und man merkt es an. Es wird von der Geschwindigkeit schneller, es passiert viel, man muss unglaublich viel aufnehmen und mitnehmen und das reißt einen komplett in die Geschichte rein. Es zieht einen wie ein Sog in die Geschichte und das ist einfach großartig. Mir hat der sechste Band wieder unglaublich gut gefallen und ja, gefühlt hatte ich immer mal so früher gedacht, man muss so einen Lieblingsband haben. Das war für mich immer und ich glaube so der Herzensband ist auch immer der dritte Band. Aber ich liebe sie alle. Also ich muss wirklich sagen, ich sehe Harry Potter als Ganzes, als ganze Geschichte. Und insofern betrachtet, merkt man in so vielen Details, wie großartig diese Geschichte einfach erzählt ist. Und das auch im sechsten Band. Mir hat auch das Hörbuch unglaublich gut gefallen. Und das Schöne, finde ich, an den Hörbüchern ist auch, dass pro Kapitel, was gelesen wird, dass ein Kapitel im Buch ist, weswegen es auch sehr, sehr gut geklappt hat mit diesen Leseabschnitten. Ich habe nicht immer kommentiert bei den Leseabschnitten, es tut mir auch unglaublich leid, aber manchmal habe ich einfach so 2 Stunden weggehört und dann waren es halt auch schon 2 Leseabschnitte und dann weiß man es manchmal nicht mehr, was war zu Beginn, was am Ende. Also es ist halt so eine Geschichte in einem Fluss. Und ja, aber grundsätzlich, ich liebe den Austausch. Ich freue mich jetzt sehr auf unseren letzten Teil, auf den letzten, ja, Akt sozusagen von Harry Potter und bin da einfach mega, mega gespannt. Ich meine, man weiß natürlich, was passiert und ich weiß auch, dass ich ähnlich wie im 5. und 6. Band auf jeden Fall Taschentücher brauche, denn ja, sie sind für mich einfach sehr emotional, diese Bände. Und ja, von daher werde ich auch für den letzten Band auf jeden Fall Taschentücher bereithalten. Ich habe die jetzt auch in diesem Band gebraucht. Zu Rufus Beck muss ich sagen, es gibt wohl jetzt mittlerweile noch eine andere Vertonung. Ich höre die von Rufus Beck. Bin auch sehr angetan, wenn mir doch Rufus Beck manchmal ein bisschen so drüber ist. Also ich finde, manche Stimmen, die wirken für mich schon sehr gekünstlich und sehr gewollt und Hauptsache anders. Ich finde nach wie vor Snape nicht sehr angenehm zum Zuhören. Ich muss auch sagen, ich fand Dobby ganz unerträglich. Ich weiß gar nicht, warum mir das im 5. nicht aufgefallen ist. Vielleicht gibt es da gar keinen Dobby. Weiß ich jetzt gerade gar nicht. Und das finde ich tatsächlich ein bisschen anstrengend. Ich werde dennoch wahrscheinlich den letzten Band auch hören. Ich bin mir noch unschlüssig, ob ich mein Audible-Guthaben sozusagen ja, dafür hergebe oder ob ich es doch lese oder höre. Ich bin noch sehr im Zwiespalt. Ich werde mal gucken, wie ich dann einfach im September da Lust habe. Und ja, genieße diesen Reread wirklich sehr und finde schön, dass eins meiner Lesevorhaben, ja, 18 jetzt sozusagen dann auch sehr nah dran sind, abgehakt zu werden. Und ich kann Harry Potter einfach nur jedem ans Herz legen und absolut empfehlen. Und ja, genießt es, lest es, lasst euch in diese Welt ziehen und taucht darin ein und ja, habt dann einfach eine schöne Zeit damit. Für mich ein absolutes Highlight, immer, immer wieder. Und ja, ich bin in love mit dieser Welt, mit dem Schreibstil und ach, einfach alles. Es gibt nichts zu meckern und ja, ich finde, so müssen Herzensbücher und Highlights einfach sein. 3 Highlight-Bücher in einer Woche, das ist kaum merklich zu toppen gefühlt. Es war wirklich eine tolle Lesewoche, es war eine tolle Urlaubswoche, es war eine entspannende, runterkommende, entschleunigende Woche und die mir wirklich sehr, sehr gut getan hat. Und wo man einfach merkt, man muss nicht immer unbedingt wegfahren, um auch einfach Entspannung zu bekommen. Man bekommt die durchaus auch zu Hause.
Was wohl auch ein bisschen daran liegt, dass man eben einfach so ein bisschen die Routine beibehält und nichts Bekanntes erstmal so Unbekanntes aufnimmt, sondern so in dem bekannten, Wegen sozusagen irgendwie ist. Buchtechnisch wirklich grandios, zwei tolle Geschichten, die ich noch nicht kannte, Harry Potter, mein Reread, was ich absolut, ich bin einfach ein absoluter Fan. Man kann es, glaube ich, auch gar nicht anders sagen. Eine Reihe, die ich wirklich großartig finde. Und ich freue mich jetzt schon auf den 7. und letzten Teil und finde es so schön, dass ich dieses Jahr so eingetaucht bin in die Geschichte und dass ich das einfach mal wieder gemacht habe. Und dass auch ein paar Leute von euch sehr aktiv mit dabei sind und sich austauschen. Apropos aktiv, ich habe an einem regnerischen Tag schon mal die Herr der Ringe Lesegruppe geöffnet. Wir wollen ja, das ist ja mein zweiter Vorsatz in diesem Jahr, Lesevorsatz, Herr der Ringe auch rereaden oder manch einer auch neu entdecken. Und das ist ja geplant dann ab Oktober, also Oktober, November, Dezember, die jeweiligen Bände. Und die Lesegruppe ist jetzt auch unten schon in der Infobox verlinkt. Guckt da einfach mal rein, wenn ihr Lust auf Herr der Ringe habt, dann findet ihr die Gruppe. Das wird jetzt aber dann auch erst alles so Ende September eingeteilt werden und die Posts kommen. Also da ist es jetzt aktuell noch sehr ruhig, weil wir ja erst im Oktober starten. Ja, Herr der Ringe ist der perfekte Übergang, denn an regnerischen Abenden gibt es doch nichts Schöneres, als Filme zu gucken. Und ich habe Herr der Ringe in der Extended Edition gerewatcht, sagt man das dann so? Gerereadet, gerewatcht? Meine Güte, das ist irgendwie kein schönes Deutsch und Englisch gemischt. Aber ja, ich habe mir alle drei Teile der Reihe angesehen und ich liebe sie ebenfalls. Also es sind grandiose Verfilmungen. Es ist auch einfach so ein Nachhausekommen. Es ist ein Ankommen. Ich liebe die Umsetzung von Peter Jackson. Ich bin ein absoluter Fan, wie die Atmosphäre der Bücher so eingefangen wurde, wie Schauplätze gezeigt wurden, wie Charaktere funktionieren, fungieren, wie alles so miteinander. Es ist einfach großartig. Ich muss tatsächlich sagen, dass meine DVDs wohl langsam den Geist aufgeben. Ich habe sehr viele Ruckler drin und ich glaube, es ist ja demnächst Weihnachten, dass ich mir wohl mal die Extended Edition auf Blu-ray wünschen werde. Man muss eine funktionierende Version von Herr der Ringe einfach zu Hause haben. Ich habe ja auch die normale Version als DVD, aber die Extended Edition, das ist, auch wenn es manchmal nur Sekundensachen sind, die drin bleiben, ich finde, die verleihen einfach unglaublich viel Charakter und die machen manches einfach so ein bisschen tiefgründiger und bei manchen gibt es gar keine Auflösung. Wenn ich dann so zurückdenke, wie die Originalfassung war, woran ich mich schon gefühlt nicht mehr so erinnern kann, weil die habe ich im Kino gesehen und danach, die Extended Edition hat ja immer ein bisschen länger gedauert, aber ich kann sie euch absolut empfehlen. Es ist nicht nur, dass Herr der Ringe eine geile Reihe ist, eine geile Geschichte, eine Wahnsinns-Fantasy-Welt, was J.R.R. Tolkien da erfunden hat, auch wirklich die Umsetzung von Peter Jackson. Anders sieht es ja aus beim Hobbit. Wer sich jetzt denkt, ach, vielleicht regnet es bald wieder, dann schaut die Steffi den Hobbit. Nein, der erste Teil von der Hobbit-Reihe geht noch. Danach hört es gefühlt für mich einfach persönlich auf. Das ist so ganz schrecklich. Also das ist so gar nicht, gar nicht meine. Ich habe sie zwar auch hier, ich glaube sogar auch alles immer in der Extended Edition, aber da muss ich schon sehr tolerant gerade sein und sehr entspannt und sehr ruhig und am besten krank, dass ich mich nicht aufrege. Das geht für mich gar nicht. Ansonsten habe ich diese Woche eine neue Serie entdeckt und zwar eine liebe Freundin, die erzählt mir immer wieder, wie toll diese Serie ist und es läuft vor aktuell die zweite Staffel auf Six und ich habe mir This Is Us auf Amazon Prime angeguckt. Die erste Staffel ist im Prime inklusive und noch habe ich Prime und da dachte ich, jetzt nutzt du einfach die Gunst der Stunde und fängst abends so gefühlt im Bett, schaust du dir mal eine Folge an. Ja, erst im ersten Abend wurden, glaube ich, gleich 4 Folgen, an dem zweiten Abend habe ich dann, glaube ich, 2 geguckt, gestern Abend dann noch eine, da war ein bisschen später. Ich bin mittendrin. Es ist eine Serie, die eigentlich total banal wirkt, weil man in der jetzigen Zeit 3 erwachsene Geschwister verfolgt, die Drillinge sind und im Grunde in der Jetztzeit haben die alle Probleme. Die eine ist sehr übergewichtig, er ist im Grunde ein Serienstar, der aus der Rolle ein bisschen raus möchte. Der andere ist eigentlich der perfekte Ehemann und Vater und so ein ganz optimistischer, positiver Mensch. Und diese 3 verfolgen wir und gleichzeitig werfen wir immer Blicke zurück zu ihrer Kindheit, angefangen, wie die Eltern sich kennenlernten und ähnliches. Und wir sind so auf diesen 2 Zeitebenen und das wirkt total banal und hat ein bisschen Soap-Charakter, gar keine Frage. Aber es ist sowas von emotional, tiefgründig.
es ist so echt. Also das ist unglaublich. Es sind so viele Dinge da drin, die einfach im wahren Leben so sind. Und da wird nichts verschönert oder verschlimmert. Und es passiert auch nicht alle 5 Minuten irgendwas, wie man es, was weiß ich, aus Soaps kennt. Aber es ist so echt. Und die Serie hat mich. Die Charaktere haben mich. Ja, die Charaktere sind manchmal sehr klischeehaft. Das muss man. Ja, auch manche Probleme hat man so das Gefühl, ja, das erwartet man jetzt einfach, dass das und das Problem für den jetzt einfach ein Problem ist und wie damit umgegangen wird. Aber ich glaube, es liegt auch daran, dass wir Menschen eben auch einfach oftmals einfach perfekt in ein Klischee passen. Also, ne, ihr versteht. Und das finde ich einfach großartig. Ich mag diese ganze Atmosphäre, ich mag diese Zeitsprünge, ich mag die einzelnen Charaktere, die Geschichten dazu. Ich habe 2 absolute Lieblinge. Und ich mag auch die Musik dazu und ich bin total hin und weg. Also ich muss es echt sagen, ich kann noch nicht so richtig erklären, warum mich das so fasziniert. Ich muss es aber auch, glaube ich, gar nicht erklären können, sondern ich muss es einfach nur toll finden. Und ich werde auf jeden Fall jetzt die erste Staffel weitergucken und da mal sehen, wo die zweite noch laufen wird, ob sie dann irgendwie auf Six vielleicht in der Mediathek erhältlich ist oder vielleicht sogar, was sie dann bei Amazon kostet. Da kann man ja auch so Staffelpass irgendwie herunterladen. Vielleicht kennt ihr euch damit ja aus, habt die Serie vielleicht auch schon gesehen, seid aktuell in der zweiten Staffel, dann sagt mir gerne Bescheid, wie man das am besten vielleicht dann über Six sich anguckt. Ansonsten müsste ich jetzt mal anfangen und sie irgendwie auf der Festplatte aufnehmen von der Satellitenanlage. Aber sagt mir da gerne, wenn ihr da was wisst. Ansonsten muss ich ehrlich sagen, ist das auch mal wieder eine Serie und ich denke, es wird so weitergehen, wo ich mir tatsächlich auch sage, Mensch, die zweite Staffel, dann wird sie eben einfach gekauft. Na, also ich weiß noch nicht, ob sie es auf DVD schon geben wird, aber ich glaube, bei Amazon habe ich gesehen, dass sie nicht im Prime ist, also wird sie wahrscheinlich irgendwas kosten und dann guckt man einfach mal. Ja, ich bin im This Is Us-Fieber und ich finde die wirklich großartig. Und die hat ja im Deutschen so den Untertitel, Das ist Leben. Was ich erst so dachte, das passt ja gefühlt nicht mit This Is Us zusammen, aber es ist so perfekt. Also beide Aussagen sind einfach perfekt und ja, ich bin hin und weg. Ja, also wer die Serie noch nicht kennt, wer da einfach mal reinschnuppern möchte, guckt es euch an. Auf Prime, wie gesagt, ist es einfach inklusiv. Die erste Staffel, schaut euch da einfach mal die erste, zweite Folge an. Und ich glaube, dass es vielen so gehen wird wie mir, die direkt weitermachen. Und ja, das wird jetzt wahrscheinlich so noch die nächsten 2 Wochen meine Serienbekleidung sein. So abends, bevor man ins Bett geht, so ein Stündchen. 1,5 Stündchen, wenn man 2 Folgen rechnet, dann anzugucken. Ja, so passiert es. Ja, das war's, glaube ich, jetzt so gefühlt von der Woche von mir. Ich hoffe, dass euch diese Art Bücherwoche auch gefallen hat. Ich denke mal, es ist nur jetzt einfach wegen dem Urlaub so, dass ich einfach so diese Videoschnipsel gemacht habe, die mir an den Tagen eben nur 10, 15 Minuten geklaut haben. Und ich so dachte, bevor du ja einfach einen Tag so lange drehen musst, versuchst du es einfach mal so. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt mir es gerne mal in die Kommentare. Und ich könnte mir vorstellen, dass eben einfach die nächsten 2, 3 Bücherwochen noch so ähnlich sein werden. Einfach solange ich Urlaub habe und ja, mir nicht so eine Stunde, 1,5 an einem Tag ja, sozusagen nehmen kann, möchte. Wie auch immer, ich habe ja auch Urlaub. Und ja, na, das hat, glaube ich, jeder Verständnis für. So, das war's jetzt aber von mir. Ich glaube, ich habe nichts vergessen. Ich danke euch jetzt fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, wünsche euch ein schönes Wochenende. Genießt hoffentlich die sonnige Zeit, lasst es euch gut gehen und wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut, tschüss, eure Steffi.